So. My life is a joke. Und damit geht's weiter mit Total War Warhammer mit den Dunkelelfen. Also hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben. Ist ein Live-Let's Play, wie immer. Das heißt, auf Twitch gestreamt. Und ja, ist gerade ein perfekter Anfang für diese Folge. Folgendes. Ich habe mir noch überlegt, wir müssen ja so oder so mit ihm hier, ne? Mit ihm hier müssen wir ihn töten. Das ist ja eine der Aufgaben. Das heißt, ich gehe mindestens bis hier runter. Er dürfte nur diese zwei Siedlungen noch haben. Die Skaven müssten hier sitzen. Also, Clan Moors. Und jetzt kommt der große Trick. Wir könnten unser Schiff, jede Runde dauert das. Also dauert nur eine Runde. Hier 6, 8, sind 14. Und wir haben 50 Überschuss. Und dann können wir hier schon Drachen bauen. Wir könnten also extrem früh Drachen bauen, indem dass wir das einnehmen, das zerstören, das einnehmen. Und dann hätten wir hier schon Dragons. Wir könnten dann natürlich auch Blutqualschreien bauen. Wir hätten die Möglichkeit, Manticore oder Zauberinnen rein. Also das Schiff könnten wir nutzen, um die Armee aufzustocken. Und ich denke, dass wir genau das machen. Dass wir wirklich genau das machen. Wir klicken gleich nächste Runde. Ich will nichts ausbauen. Gar nichts ausbauen. Weiter geht's. Ich wollte eigentlich gucken, ob die Zwerge mich angreifen. Schutzbündnis. Ich sehe aktuell echt keinen Vorteil darin. Meine, klar, die Verbannten von Nehek zu töten, das macht schon Sinn. Sie haben es wirklich getan, eine Konföderation. Nicht gut. Wir müssen die Zwerge so schnell es geht töten. Wenn die Zwerge mit Clan Angrund sich zusammentun, haben wir ein Problem. Wenn sie sich mit, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Karak Kadrin, naja, das ist die Stadt an sich. Dann müssen wir ein so großes Zwergenreich zerstören. Das geht sich nicht aus. Aktuell gehört ihnen das hier und halt das unten. Und Clan Angrund gehört bis hin zu diesen Bergen. Und wir sind hier hinten. Das heißt, ich müsste das alles durchschlachten, wenn ich sie töten wollen würde, die Zwerge. Und das ist zu viel des Guten. Das ist schlicht und einfach zu viel Gebiet. Aber wir bauen das aus. Hier brauchen wir 3000. Ich nehme an, ich brauche nochmal etwa 5000 für das andere. Stay away, Sarkhan. I can't. I can do this. Ja. Summon dark magics. So, wo war jetzt ein Aufstand? Hier, ne? Ja. Wir bauen wieder aus, damit wir auch hier Drachen bauen können. Es wird doch schwierig, das hier in den Griff zu kriegen, hier hinten. Wir hätten die Möglichkeit, mit ihnen Frieden zu schließen. Das würde er aber nicht mögen. Wie gehe ich jetzt hier am besten vor? Ziehe ich mich zurück mit meiner Truppe? Vernichte ich das hier? Die Armee ist nicht zu unterschätzen, tatsächlich. Thank you.
Die Giftlichtung wurde eingenommen. The people are displeased. Ich könnte ihn hier runterschicken, in der Hoffnung, dass er schnell genug ist. Wir müssen aber vorher das hier töten. Obwohl, das sind nur 8, nicht wahr? My cruelty knows no limits. Murderous Lord. Malekith. Das ist kurz automatisch. Sehr gut. Hätte ich vorher machen müssen. Wäre besser gewesen. Es wird ein Momentchen dauern, aber es wird seinen Nutzen haben. Wenn er dann mal jeder macht, um sich selber etwas zu stärken. Feed minions. Tear flesh. Wow, die Hexenkriegerinnen alle tot. Okay. Ein Pyrosieg behauptet er noch. Okay, cool. Wir plündern und besetzen. War nicht unbedingt mein. Kacke. Meine Hexen tot. Das ist halt nicht so cool. Egal. Bauen wir ein paar Armbrustschützen rein. Ist okay. Machen wir das. So. Martialischer Name der Macht. Den hatten wir noch nicht. Was kriegt er jetzt? Ah, okay. Jetzt können wir auswählen. Und zwar entweder mehr Rüstung, Geschwindigkeit, Nahkampfabwehr oder Bonus gegen große Feinde. Wir nehmen das Geschenk an. Mehr Rüstung finde ich sinnvoller an dieser Stelle. Ich will sie eigentlich zu einer Kämpferin machen, die möglichst viel vernichten kann. Ich habe noch nicht gecheckt, wo die zweite Siedlung ist hier. Hat er hier eine und dann hier nochmal eine? Das heißt, ich könnte Duck Duck. Und ich weiß nicht, ob man hier durch kann. Ich vermute schon. Nee, echt jetzt. Das ist hier, hier und hier. Das ist ja mega lang gezogen, hey. Mega lang gezogen. Also wo zum Kuckuck ist die Hexenhalle? Hier unten. Okay. Das wird eine Bank, da durchzugehen. Öffentliche Ordnung allgemein plus 1. Das tut in allen Gebieten gut. Pawlikowski, dankeschön für den Resub, dankeschön für 9 Monate. Und Falke, ich sag's nochmals, du hast vor dem Start des Let's Plays gesubbt. Dankeschön für den Tier 2 Sub an dich auch. Leute, dankeschön für den Mega-Support immer wieder. Kann ich eigentlich auch ganz kurz... Ich werde dann einen mickrigen Schatz. Wir können nicht kämpfen. Ne? Also wenn wir oben müssten, wir kämpfen. Wir machen aber unten. Weil das Ziel ist für uns nicht zu kämpfen. Yes. Nebelberg. Tja, 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 tja. Ja, mehr Geld können wir eigentlich nirgendwo groß rausholen. Also hier am Anfang. Zumindest. Back into the void with you. Ich finde das voll cool, dass der Dämon immer wieder mal sich meldet. Ich will mal ganz kurz... gucken. Also hier geht's hoch, wo haben wir Probleme? Hier ist gerade stabil, das ist ganz gut.
Sklaven gibt minus 1. Wir stoppen die Sklaven hier. Dann bauen wir das hier aus. Das müssen wir noch lassen. Ist klar, dass es Minus gibt. Dass das noch runtergeht, ist auch relativ klar. Weil es ja ein neues Gebiet ist. Das stabilisiert sich in minus 5. Instabilität, Korruption geht auch ein bisschen runter. Wir müssten hier eigentlich noch was ausbauen. Wir nehmen das raus und machen hier noch für Happiness. Ich darf das nur nicht vergessen. Da schicken wir unseren General hin und der Todespass. Wie ich das manage, weiß ich noch nicht. Das hier baut sich aus. Instabilität dürfte eigentlich auch. 6 Runden sind minus 6. Unverdorbenheit, das... Es ist schwierig, es ist schwierig, schwierig. Ja, die Rebellion, die findet halt statt. Er ist halt in der nächsten Runde, es sind 2 Runden, ist er da. Ich bin gespannt, ob die Zwerge mir den Krieg erklären oder nicht. Eigentlich müsste ich den Zwergen den Krieg erklären. Kann die Arche auch Geld generieren? Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube nicht. Man kann nur die Kosten für die Arche selber runterdrücken. Oh. Das wird spannend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie irgendwo nochmal eine Armee aufbieten kann, so nah. Unsere Hydren haben aber Regeneration. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Oh, ich sehe gerade, die sind Goldstufe. Wann ist das denn passiert? Haben wir die schon so lange, dass die so viel gekämpft haben, dass die Goldstufe sind? Spielst du jetzt auf den kleinen Sieg oder hast du den großen? Auf den kleinen. Ich spiele immer auf den kleinen, weil ich glaube, dann hat man alle Einheiten gesehen. Wir haben uns groß... Wir haben uns verbreitet und... der kleine Sieg reicht. Ich finde, der kleine Sieg, der große ist, ich finde den kleinen Sieg schon ziemlich schwierig zu erringen. Also viele Stunden Spielzeit, um irgendwo hinzukommen. Deswegen, der kleine Sieg reicht mir persönlich. Weil da kann man auch die Fraktion wechseln und die nächste Fraktion dann den kleinen Sieg erringen oder mal einen anderen General nehmen, von einer anderen Position aus. Ich finde das ganz gut. Ich mag das. So, jetzt müssen wir dann gucken, wie wir das hinkriegen. Ich brauche eigentlich unbedingt Magie. In der Armee müsste ich eigentlich unbedingt Magie haben. Also das Erste, was wir natürlich machen, wir pflücken den General gleich auseinander. Der ist nicht auf einem Pferd. Doch, der ist auf einem Pferd. Dann müssen wir mit unseren Reitern ran. Und mit ihnen natürlich. Ich könnte mich hier hinten verschanzen und versuchen. Wir machen das mal. Ich bin mal so frech. Ich
Ich weiß nicht, ob er viele Bogenschützen hat. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Aber wir arbeiten aus der Distanz heraus. Sehr schön. So. Ein paar Bogenschützen hat er. Oh, okay. Beastmaster. Ich mag die Manticore. Manticore hat das Majestätisches irgendwie. Die dürfen eigentlich schnell auseinanderfallen, die sind nicht so stark. Beastmaster! Kriegen die hier eigentlich Schaden? Nein, die haben nur irgendeine. Die kriegen zwischendurch irgendeinen Nachteil, aber ich weiß noch nicht was. Immer voll drauf. Mal in den Nahkampf. Geht doch. Todespriester. Okay, das könnte gefährlich werden. Magie halt im Allgemeinen. Oh nee. Verdammt. Ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle. Komm, 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 die Kontrolle wieder. Die Kontrolle wieder. Sehr gut. Versuch sie mit dem Zauber ein bisschen hinzuhalten. Beastmaster! Cold-blooded killers! Wie nah sind die schon? Okay. Man kennt sie, die gute alte Zwergtaktik. In die Ecke sitzen und alles einfach drauf zurennen lassen. Ja, das ist mit den Zwergen funktioniert. Das ist nicht unbedingt die ehrenhafteste Strategie, aber es funktioniert halt. Wenn ihr weniger damit beschäftigt seid, euch zu überlegen, wo ihr durchfahren müsst, um zurückzukommen, könntet ihr auch wirklich fliehen. Das war's, mein Gruftprinz. Das war es. Er hat aber ordentlich Lebenspunkte verloren, ne? Also sie haben ihm schon gut zugesetzt, muss ich sagen. Eins, zwei, drei Bogenschützentrupps. Er hat aber ganz wenig Speerkämpfer. Hier hat er Hellebardisten.
Wir gehen aus der Deckung raus. Es ist eine Anti, es ist eine Art Anti-Magie. Sehr schön. Sehr gut. Die Bogenschützen im Hintergrund sterben. Das sind nicht alle. Wo ist der andere? Ah, da hinten. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich umgehen. Dass die Hellebardisten sich hier festsetzen, ist gut für uns. Schießt alle auf den Großen, der muss als erstes mal sterben. Das wiederum ist nicht so gut. Ihn mal ganz kurz raus, ich versuche es zumindest. Ah, das Feuer! Versuch die mal einfach reinzureiten. Ich will mal gucken, ob das klappt hier. Ja, warum nicht? Ich tue das. Aber wir versuchen die Gruftwachen, die Hellebardisten, noch zu töten. Die sind nämlich zäh. Das sind eher gute Infanteristen von den Gruftkönigen. Der Rest ist recht schlecht. So, jetzt gehen wir hier all in. Das hat sich gelohnt. Ja. Den hier, den Zauberer. Ich bin froh, dass er den Zauberer hier ins Nix gesetzt hat im Prinzip. Weil der konnte da gar nicht so viel anrichten. So weit weg von der Haupttruppe hier. Ich meine, wenn er da böse Magie reingeschmettert hätte, hätte uns das echt getroffen. Aber unter diesen Umständen nicht wirklich. Der feindliche Kommandant ist verwundet. War das nicht gerade die gute alte Chaos-Taktik? Sich selbst einen einkesseln und den Feind an der Front auflaufen lassen? Ja, ein bisschen. Also im Prinzip habe ich seine Armee gesplittet durch die Wägen. Aber ich bin mir gerade was am Überlegen. Wenn meine Hydren schon so weit sind. Ja, das war zu erwarten tatsächlich. Aber dass ich jetzt auf einmal gegen alle Krieg führe, finde ich nicht so geil. Lasso Malibu, dankeschön für den Resub! Dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Okay. Wir haben Magie. Das Problem ist, die sind so Anti-Magie. Das sind Kanonen.
Die Armee ist der einzige Grund, warum diese Armee ständig gewinnt, ist, weil sie Magie hat. Wir zaubern alle zu Tode. Aber wir haben ein Problem hier. Zwerge sind gegen Magie resistenter als andere Rassen. 25% Magieresistenz ist schon sehr viel. Ist sehr, sehr viel, um genau zu sein. Verdammt viel. Ist ein Viertel des Gesamtschadens, der halt einfach abgewehrt wird. So. Also. Wir suchen möglichst schnell. Das sind die Kanonen. Wo ist das andere? Speerschleuder. Okay. Wie immer versuche ich mit meinem El Generales mal das Gefährlichste auseinanderzunehmen. Außenrum, mein Großer. Warte, das geht auch anders. Aha, nice. Geschlossen, drauf. Let's go. So, diese Magie hier, Schattengrube, wenn ich die zweimal klicke, erhöht den rüstungsdurchdringenden Schaden. Und jetzt haut das Ding rein. Gucken Sie, meine Damen und Herren, wie die Zwerge jetzt einfach von der Magie aufgesaugt werden. In eine andere Dimension. Tod. So stelle ich mir das vor. Wunderbar, unglaublich schön. Also. Die hier werden von meinen Distanzkämpfern auseinandergenommen. Die Speerkämpfer. Könnt ihr da nochmal drauf? Mal gucken, ob wir das da noch was machen können. Okay, die fliehen. Wie geht zusammen auf die hier los? Eine Medusa soll von der Scheiter einfach ein bisschen reinschließen. In 20 Sekunden kann ich das nochmal rausdrücken. Wir machen mehr Waffenschaden für ihn. Ja, wir machen das anders, Schatzi. Wir müssen... Oh, die haben auch Magie! Fügt Kämpfer Schaden zu. Absorbiert Trefferpunkte vom Feind stark gegen einen einzelnen Angreifer. Die haben Magie! Die haben einfach Magie! Das ist ja nice. Das wusste ich nicht mal. Ja, haut raus, Jungs. Da drauf, bewegt euch. Ich will die eigentlich nicht tot haben, deswegen schieben wir sie mal ein bisschen weg. Aber wir haben das penumbrische Pendel noch. Das habe ich vergessen. Auch mit rüstungsdurchdringendem Schaden, meine Damen und Herren. So stelle ich mir das vor. Sehr schön. Okay. We are on fire today.
Meine Medusa kriegt gerade aufs Maul raus da, Schatzi. Hörst du das noch? Teure schaffe ich es nicht hinzukriegen. Kannst du dir nochmal selber Schaden zufügen, um ein bisschen mehr Magie zu kriegen im Insgesamten? Ein bisschen mehr Schaden hier. Wie viel brauchst du denn? 17, 18? 17. Let's go. Zieh sie in deinen Bann und töte sie alle. Entschuldigung, manchmal passiert das einfach. Sterb, Zwerge. Habe ich dir nicht gesagt, sie sollen fliehen? Ihr nicht, alle anderen schon, ihr nicht. Sehr schön. Okay, aber das ist noch nicht vorbei. Let's go. Die haben schon was, die sehen schon gut aus. Ich glaube, die Medusa ist etwas sauer. Ich werde dich sehr verbunden, mein Freund, wenn du ihn noch töten könntest. Oder zumindest anschwächen. Dass er nearly dead ist. Oh, du hast ihn gleich gekillt. Auch gut. Ja, wie gesagt, Zwerge sind zäh. Also ich glaube in jedem Dings, wo ich gegen Zwerge gekämpft habe, habe ich gesagt, Zwerge sind zäh. Deswegen reißen wir alles in Stücke, so gut es auch geht. Fällt gerade ein, dass die hier ein bisschen anders aussehen, weil sie spezielle sind. Yep. Bum bum bum. Mehr brauchen die nicht. Also Zwerge kann man gut mit rüstungsdurchdringenden Fernkämpfern auseinandernehmen, weil Zwerge wahnsinnig langsam sind. Das ist die größte Schwäche der Zwerge. Wir haben jetzt halt natürlich viele Armbrustschützen gehabt und gut Magie, die rüstungsdurchdringend ist. Auch wenn sie Magiewiderstand haben, die Magie von uns ist derart stark. So, die Düsterschwerter sind leider gestorben. Die legendären auch, das macht aber nichts. Ja. Yeah. Destined for greatness. Ja, sehr gut. Es kann sein, dass wir oben irgendwas verlieren, weil die Zwerge recht schnell eine Armee zusammenbauen und uns angreifen. Diese Möglichkeit besteht.
Ich bin mir auch überlegen, ob ich Schwarzfels vielleicht etwas besser verteidigen sollte. Oh, die ist schon da? Echt jetzt? Das ging ja schnell. Also ich meine, dass sie sofort belagert. Das ist voll das coole Zeichen. Also er braucht sicher eine Runde, um Belagerungssachen zu bauen. In der Regel mehr. Kampf getötet, 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 getötet. Fähigkeiten. Holy shit. Was haben wir denn alles gemacht, ey? So. Nehmen wir noch keinen Bock da irgendwie. Auch keinen Bock da irgendwie. Wir führen übrigens gegen extrem viele Krieg. Das liegt daran, dass wie soll ich das sagen? Die Zwerge haben uns da in einer etwas prekären Situation, reingebracht. So, also ich wollte hier ja auf Blitzangriff gehen. Hier machen wir öffentliche Ordnung. Hier machen wir... Habe ich noch irgendetwas, was ich unbedingt viel brauche? Erhöht den rüstungsdurchdringenden Schaden. Ich setze das eigentlich sehr häufig ein. Mit Eigenschaden. Jetzt kostet das ein bisschen weniger und gibt ein bisschen mehr Bonus. Einfach damit die noch mehr Magie einsetzen können. Teilweise reizt sich das sogar sehr an die Grenzen. Ja, Blitzangriff hat er. Unterhalt für alle Einheiten. Quartiermeister. Wir gehen auf weniger Unterhalt, einfach, dass wir sicher mal ein bisschen mehr Geld zusammen kriegen. Damit wir mehr die Möglichkeit haben, da was zu machen finanziell. Du kriegst ein bisschen mehr Schaden, mein Freund. Er hat einen Zauber aktiviert, wo ich Schaden kriege, wenn ich über sein Gebiet gehe. Jetzt haben wir hier gewisse Dinge doppelt. Wir reißen das dann ab, wenn ich kann. Es ist halt die Frage, wie gehe ich hier weiter, ne? Lasse ich das mal so und gehe hier über diese Fläche? Lasse das offen? Schafft er es, die Giftlichtfestung einzunehmen, also die Skaven? Ist auch eine Überlegung, ob wir die Skaven mit einbinden. Ich meine, sie kämpfen auch gegen Lottern. Why not? Ich brauche sie nicht zwingend. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Was ich auf alle Fälle weiß, ist, dass diese Idee hier super ist. Rutschen hier hoch. Wir bauen das aus. Wir bauen das aus. Und so ein Blutschrein will ich eben trotzdem haben. Gut, ich weiß nicht, wie viel das dann kostet, wenn ich das maximal upgraden will. Ja, das kostet gar keine Dings. Oder? Ne, das weiß ich nicht. Wir warten hier noch mit dem. Das ist ja gut. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Gefangenenfluss nach der Schlacht. Einkommen
durch Ausrauben von Siedlungen plus 60. Ich meine, da kann man echt viel rausholen. Todeshexe, das brauchen wir nicht. Ich muss sagen, die Schatten haben sich schon echt bewährt, nicht wahr? Und die Dunkeldornen haben aber auch Rüstungsdurchdringendes. Wir gehen auf die Dunkeldornen mit Schild. Eine etwas höhere Reichweite. Wenn wir so Drachen und Co. haben, können wir die vorschicken. Können die ganze Arbeit machen. There will be no retreat. Show your mettle. Oh, meine Freunde. Das wird schön. Zwei Schlachten kann ich schlagen. Das geht sich, glaube ich, aus. Merciless Warriors! Sorceress of Grond! Make them bleed! Moving out! To their grave! Ah, wir haben 17, brauche ich, ne? Ein bisschen mehr Magie, bitte. Die Medusa. No mercy. Hat aber ordentlich Schaden gekriegt, die Medusa hier. Wenn wir schon können. Wenn wir schon können. Holy shit. Holy shit, habt ihr gesehen, wie viel Schaden er gerade gemacht hat?
Wow. Wow. Okay. Okay. Hatte gefühlt halbes Leben, zweimal zugeschlagen, tot. Das war ja mal heftig. Okay, in seiner Dämonengestalt ist er echt, also... Ich staune jedes Mal wieder. Oder bin ich der Einzige, der staunt? YouTube? Stream? Put the slave masters. Wir haben ziemlich viele Sklaven. Darkblade. Spare none. Wir kämpfen es kurz selber, weil ich Angst habe, dass sie meine Medusa killen. Du staunst auch, das ist gut. Okay, ich bin nicht der Einzige, der staunt. Sein Dämonen-Aussehen ist auch nice. Ja, es sieht als Dämon echt, also es sieht schon, hat schon was. Mega stylisch. Ich schicke sie direkt raus. Das ist die erste Amtshandlung, die ich mache. Cryonic, dankeschön! Für den Resub! Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Ich kann das halt auch auf eine andere Kreatur anwenden. Eigenschaden, ne? Dann kriegt er Schaden jetzt über Zeit. Du kannst das zum Beispiel auch auf eine Hydra anwenden. Die Hydra hat ja eh Lebensregeneration. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist die so oder so wieder ready. Wir machen mal den 1 stärkeren. Der sollte mehr rüstungsdurchdringenden Schaden haben. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Stark gegen einen. Alright. Chronic, Dankeschön für 22 Monate. Dankeschön. So. Jetzt können wir dann die andere Siedlung unten einnehmen. Dann können wir ihm Drachen geben, Hydren geben, Schreinmedusen geben und so weiter und so fort. Und seine Armee ordentlich aufstocken, dass er in die Berge kann, um da was anzurichten. Um die Seite zu safen, müsste ich mich aber mit den Skaven verbünden. Das wäre gut für uns. Gut für uns. Geben ihr etwas Magieresistenz. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll mit den Punkten bei ihr. Ist mittlerweile schon so weit. Nächste Runde dann. Okay, ist auch schon ordentlich. Bald auch unsterblich. Weniger Unterhalt. Das gibt uns mehr Geld, logischerweise. Du kriegst einen Blutkessel. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Wir werden sehen. Wir könnten zur Not den auch wieder rausnehmen, übrigens. Also, die Möglichkeit haben wir auch noch. Wir bauen Heckgraf aus. Auch das hat System.
Ach ja, und hier wollte ich ja eigentlich Garde, bis die weniger kostet. Das müssen wir nächste Runde machen, wenn wir das Geld haben. Obwohl wir nächste Runde eigentlich auch das hier machen können. Öffentliche Ordnung fraktionsweit. Das ist wichtig. Cruel Dreadlord. Ich verstehe nicht, warum sich das verschlechtert. Warum verschlechtert sich das Abkommen mit Harlemeth? Du hast ein Problem mit ihm? Du hast ein Problem mit zwei großen Fraktionen? Du bist diplomatisch einfach ein Albtraum. Einfach ein Albtraum. Chieftain of the Deep Warrens. Also die Skaven kämpfen gegen die Echsen, gegen die Vampire hier, gegen die Khemri, gegen Karak'zorn. Wie groß ist ihr Reich denn? The goddess wills it. Hm. Ja, dass die Frieden wollen, das ist klar. Die haben ja wahrscheinlich nichts mehr. Ihre Armeen wurden zerfleddert. Okay, das ist nicht so cool. Das ist auch nicht so cool. Die Armee hier wurde auseinandergenommen. Alariel's Champion, I despise you and all. Speak. I have a great many things to see. Celebron, don't waste my time with petty insults. Dass wir immer noch nicht verbündet sind. Warum geht das jetzt runter hier? Dunkelelfen untereinander, ne? Die kennen keine Freundschaft. Ich wollte noch irgendetwas ausbauen, was ich vergessen habe. Na, egal. Die Einöhne des Nagash. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich hätte den Trank trinken sollen. Kult der Sinnesfreunden. Oh Gott. Diplomatischer Albtraum. Zwerge schmieden gerade gefährlich viele Bündnisse. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Schlechte Nachrichten, mein Herr. Es verbreitet sich die Kunde von einer dunklen Macht, die sich in der nördlichen Wüste erhebt. Die Armeen des Chaos machen mobil. Gewiss suchen sie die Welt der Sterblichen zu überfallen. Unleash me. Oh nein! Oh nein! Also ehrlich, die Armen hier, habt ihr es gesehen? Die und ihre Schiffsflotte, die haben hier gerade, die sind mit der Flotte gerade unterwegs und wollen irgendwo hin und in dem Moment spawnen die. Das ist so mies. Das ist so mies. So, Drachen. Ah, ich habe nicht genug Geld für das andere hier. Das stabilisiert sich immerhin. Ja, wir gehen zuerst mal auf öffentliche Ordnung, dass wir hier, dass das ein bisschen schneller geht, ne? Nicht zugewiesener Fähigkeitspunkt. Was soll ich dir geben, Mensch? Wir gehen hier auf weniger Geld. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Obwohl ich das wahrscheinlich nie erreichen werde, weil ich mit dem nicht kämpfe, aber naja. So, den Trank wollte ich trinken, weil die Truppen regenerieren nicht. Ah, die Orks haben das eingenommen. Das durchkreuzt meine Pläne etwas. Was ist, wenn ich bis hier nach vorne fahre?
verdammt. Er sitzt fest im Sturm. Er sitzt fest im Sturm. Auf der anderen Seite, die Orks können sich es auch so gut wie gar nicht leisten, jetzt noch Krieg gegen mich zu führen. Die führen mit allem Krieg. What you want? You dare approach me. Make your offer, but do it quickly. Wir drücken da mal einen Nichtangriffspakt durch. I mean, really? Oh, Jungs. Will ich mit meiner angefragten Armee hier schnell runterrennen? Will ich das oder will ich das nicht? Ich glaube, ich will das nicht. Das ist halt, wenn ich den Trank letzte Runde getrunken hätte, hätte das was gebracht. Ich weiß nicht, was er noch alles drin hat. Ich halte es für zu gefährlich, jetzt da runter zu rennen. Finanziell ist es gerade eine Katastrophe. Aber es werden immer mehr Truppen, je länger ich warte. Vielleicht greift er, ich nehme mal an, er wird die Mauern angreifen. Ansonsten stirbt er halt. Das will ich machen. Wie machen das? Ja, wir werden die eine Runde warten müssen und wenn in der nächsten Runde... Ja, vielleicht stirbt der legendäre General, aber das ist egal. Den können wir wiederholen. Wir werden hier warten müssen. Wir werden warten müssen, weil ich hier... Nein, die Idee ist eigentlich, ihm die Truppen zu geben. Ach, scheiße. Die ist eine Goldstufe. Es reut... Ich finde es etwas schade, die jetzt einfach so rauszuhauen. Ich weiß nicht. Er war bis jetzt schon ganz gut eigentlich. Corruption of the vilest sort.